Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Ah, jetzt spielen wir also schon den nächsten Charakter. Das ist ja jetzt der dritte Charakter, den wir spielen. Erst Joel, Ellie und jetzt. Ich glaube, Abigail war ihr Kannst du Name. echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kannst kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Okay, ich probiere gerade so ein bisschen mit der Steuerung hier rum. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich auf einmal geduckt gehe. Okay. Alles klar. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ach, ist doch schön hier. Unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich habe drüber nachgedacht. Wir könnten Lennys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Kann man hier eigentlich nicht schneller laufen? Also ich habe das halt gerade schon so ein bisschen versucht, ne? Aber irgendwie... Was hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Ah, doch so. So kann man schneller laufen. Okay. Ich schon gewundert, ey, dass man hier so lahmarschig rumlaufen muss. Okay. Aber das Spiel sieht echt wirklich, wirklich gut aus. Also ich habe natürlich schon so ein bisschen bei YouTube geschaut, mir das ein oder andere Let's Play angeschaut und von GameStar auch mal so ein bisschen so die Testvideos. Aber irgendwie bei YouTube geht die Qualität halt immer so ein bisschen runter. Und da könnte ich das bisher noch nicht so gut sehen, aber es sieht echt wirklich nice aus. Ich hatte genug, danke. Okay, hoppala. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Nicht jeder. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Oh, aber eine richtig geile Aussicht. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Ah, kleiner Schisser ist sie hier. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby. Ich glaube, das ist keine Angst von ihr. So, ah, hier können wir durch. Okay. Ah, wo will denn der Typ mit uns hin? Nicht, dass er uns gleich in den nächsten Busch zerrt. Was ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist? Kommen wir zu ihm. Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir?
ist schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen übermütig. Naja, wir machen mal, was die Abigail möchte. Und gehen hier einfach mal den Weg weiter lang. Okay, Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Okay, geht's hier mal wieder hoch. Ja, das Ding ist natürlich, dass ich durch diese ganzen Spoiler schon weiß, was Abigail möchte. Und ja, fällt mir natürlich jetzt schwer, das spoilerfrei zu kommentieren, aber wir machen, konzentrieren uns hier einfach mal auf das Wesentliche. So. Hat auch ein bisschen was von einem besseren Tomb Raider gerade. Ah, okay, da möchte sie also hin. Ach, einmal ducken. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wie weit wir jetzt schon kommen. Okay. Oh, fuck. Lebst du noch? Stimmt nicht. Der ist doch schon festgefroren. Oh, hier sind noch mehr Festgefrorene. Sieht auch nicht so aus, als wäre das Zombies, sondern einfach irgendwelche... Oh mein Gott, hier sind noch mehr. Irgendwie zurückgelassene. Okay, nee, da kommen wir nicht hoch. Hält er auch nicht. Gehen wir hier lang. Ach ne, von hier kommen wir ja. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hier jetzt... Ach da. Einfach die Augen auf und gucken. Hä, aber wie kommt man jetzt... Ach ja, genau. Ich muss mich immer, wenn ich so ein Spiel anfange, erstmal wieder auf die Steuerung einstellen. Weil jedes Spiel sich irgendwie immer ein bisschen anders steuert. Oh, moin. Na, Kollege. So, dann mal weg mit dir. Los. Oh, fuck. Okay, wie ziehe ich denn meine... So, ziehe ich die Waffe. Okay. Nur für jeden Fall der Fälle. Okay. Scheint so doch hier alles Zombies zu sein, die hier so rumliegen. Okay. Ausweichen. Nahkampf. Okay. Ah, der scheint hier hin zu sein. Wir schießen mal lieber nicht. Fuck, ey, nur noch zwei Schuss. Okay. Shit, jetzt muss ich echt aufpassen hier mit der Munition. Gut, aber jetzt haben wir keine mehr. Ich hoffe, jetzt kommt keiner mehr. Kann man hier irgendwie rein?
Ja, scheint so. Meine Schulter. Okay, Medikit ausrüsten. Nö, eigentlich nicht, ne? Brauchen wir nicht. Hier sonst noch irgendwo was? Kann ich hier auch das wechseln, was ich gerade in der Hand habe? Ah, so, okay. Scheint aber nicht, sonst hätten wir hier noch irgendwas anderes. Weil ich, also heilen würde ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde jetzt noch ein bisschen warten mit dem Heilen. Falls irgendwie noch eine Situation kommt, wo wir das gebrauchen könnten. Okay, 3 Schuss. Aber das war auch schon im ersten Teil von The Last of Us so, dass man irgendwie, was so Munition betrifft, war immer so ein bisschen Mangelware angesagt. Aber vielleicht finden wir ja noch was. Erstmal sollten wir hier einen Weg rausfinden. Hier haben wir eine Tür. Ach, Türen werden überbewertet, ne? Wozu brauchen wir denn schon Türen? Wir haben doch hier ein Fenster. Kommen wir hier nicht raus? Nee, anscheinend nicht. Okay. Ja, vielleicht. Nee. Okay. Gut. Irgendwo muss hier ein Weg raus sein. Ich kann jetzt die Waffe nur mal eben zum Gucken, weil das ein bisschen besser geht. Nee. Vielleicht doch irgendwie hier die Haustür nehmen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Kommen wir hier lang? Ah, hier können wir durch, okay. Aber das sieht man ja auch wirklich schlecht, ne? Okay, hier scheint wieder irgendwas zu sein. Okay. Also, beim Kopf brauchen die also nur einen Schuss, das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir haben 2 Schuss, ey, das ist ja gar nichts. Ich hoffe, wir finden noch was. Okay, wir gehen einfach mal weiter. So, ist das jetzt hier der Außenposten? Kommt man hier irgendwie... Nee, anscheinend nicht. Vielleicht ja hier nebenan gehen. Nee, da kommen wir auch nicht lang. Okay, das muss hier irgendwie einen Weg reingeben. Ach, hier. Okay. Durchzwängen. Ah, okay. Bleib geduckt, um dich an den Gegner heranzuschleichen und drücke... Ah, okay. So. Ach, du hast einen Schuss für mich. Okay. Dann geht's mal hier weiter. Schauen wir mal. Ah, hier kommen wir runter. Ui, da ist noch wer. Schön anschleichen und greifen. Das Genick hätten wir auch gebrochen. Hast du noch Loot für uns? Nee. Oh. Okay. Den greifen wir uns auch mal. Und das nächste Genick. Okay. Genau so macht man das. Okay, ich denke mal, hier kommen wir rüber, oder? Ja, easy. Okay, dann gehen wir mal nach links.
Ui. Ja, das nächste Mal müssen wir ein bisschen Munition sparen, ne? Ah, da ist einer. Okay. Oh, hier sind ja immer mehr. Okay, den holen wir uns jetzt. So. Ah, okay, wir können die Kamera auch drehen, dann sieht man das auch wenigstens richtig hier. Okay, der nächste. Der wird uns sehen. Ja, da wären wir so von hinten nicht rangekommen. Okay, ein Schuss nur noch. Na, hoffentlich. Wie gesagt, ein Schuss haben wir noch, das ist nicht gut. So, liebe Abigail. Kommen wir natürlich auch ganz gut. Ah, hier kommen wir direkt weiter. Okay, dann hier durch. Okay, ist natürlich jetzt gerade alles nicht so spannend. Wir waren hier nur am... Ach so, wir sind hier nur im Kreis gegangen, ne? Okay, gut, dann gucken wir mal hier zurück. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie... Ja, hier kommen wir vorbei. Ah, hier haben wir Fußspuren. Wo ist die Patrouille? Na los, hier lang. Alles klar, Dina, dann folgen wir dir mal. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Dann müsst ihr euch gerade den jetzigen Zeitpunkt dafür überlegen, um jetzt darüber zu reden. Oh, Mann. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Kann man hier irgendwie schneller reiten? Sie hat wirklich Talent. Anscheinend. Gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Klappe ist immer gut. Du kannst schon mal da anbinden. Wo? Ach, hier drin.